Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem ich euch einmal zeigen möchte, welches Equipment ich aktuell in meinem Training zum ersten Ironman 70.3 nutze, mit was ich aktuell sehr zufrieden bin, was man aber vielleicht auch lieber vermeiden sollte, gerade als Anfänger. Und alle Produkte habe ich natürlich selber gekauft, ich werde von niemandem gesponsert, daher bekommt ihr natürlich auch meine ehrliche Meinung zu diesen Produkten. Nichtsdestotrotz packe ich euch zu allen Produkten einmal den Link hier unten in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch das Ganze auch nochmal genauer anschauen und auch einfach mal in Ruhe anschauen. Fangen wir also erst einmal mit den Gadgets an, die ich eigentlich bei jeder Disziplin trage, die ich auch mehr oder weniger immer mit dabei habe. Allen voran natürlich einmal meine Fitnessuhr, die Garmin Forerunner 745, ist es, die ich eigentlich mittlerweile Tag und Nacht anhabe. War für mich erstmal am Anfang eine Umstellung, vor allem diese Uhr auch nachts zu tragen. Sie zeichnet aber so natürlich auch mein Schlaf und auch die Schlafphasen aus und kann dann natürlich auch alles nochmal wesentlich besser in Bezug auf Regeneration auch berechnen. Über die dazugehörige Garmin Connect App lassen sich dann auch wirklich alle Daten jederzeit auslesen. Und Garmin ist auch wirklich meiner Meinung nach kompatibel mit jeder Trainingsplattform, die ich zumindest mal bisher kenne. Egal ob es Training Peaks ist, Swift, alles was es sonst so gibt. Und am Anfang war ich tatsächlich skeptisch eher mit der Uhr, weil man die Uhr tatsächlich nur mit den Tasten bedienen kann, ohne Touchscreen. Denn wir sind ja irgendwie mittlerweile auch alle nur noch diese Touchscreens gewöhnt, irgendwo rumzuswipen. Aber ich muss sagen, dass ich eigentlich mittlerweile ganz froh darüber bin, dass ich das Ganze auch haptisch machen kann, weil diese Haptik lässt einen natürlich auch nie im Stich und die Uhr macht auch nicht irgendwelche Alleingänge und bricht dann irgendetwas ab. Das, was ich zum Beispiel bei der Apple Watch oft erlebt habe, wenn ich gerade im Wasser war. Ich glaube, dadurch hält der Akku auch echt noch mal ein bisschen länger. Das ist für mich definitiv ausreichend und auch gerade an so einem Tag wie heute, wenn die Sonne voll reinscheint, sieht man noch alles albenfrei. Ich nehme die Uhr eigentlich auf alle meine Trainingszeiten mit. Es gibt hier tatsächlich auch einen Triathlon-Modus, in dem man ohne irgendwie umzustellen alle drei Disziplinen hintereinander aufnehmen kann. Wie bei jeder Fitnessuhr natürlich sind die Herzfrequenzsensoren auch mit dabei, aber im Normalfall nicht ganz so. Genau wie man es vielleicht benötigen würde, wenn man eben nach Herzfrequenzzonen trainiert, wie ich das jetzt zum Beispiel mache. Darum habe ich neben der Uhr auch nochmal ein Herzfrequenzmesser von Garmin, den HRM Pro Plus. Ich trage den bisher eigentlich nur beim Laufen und beim Fahrradfahren. Man kann ihn aber, wie gesagt, bei allen Disziplinen verwenden. Man kann ihn auch beim Schwimmen verwenden, weil er auch eben wasserdicht ist und somit dann halt auch absolut optimal für den Triathlon geeignet ist. Wie genau hier die Messung ist, lässt sich natürlich irgendwie schwer sagen, aber es ist zumindest mal ein absolutes Top Produkt von Garmin und ich würde auch sagen, dass man an dieser Stelle wirklich nicht unbedingt sparen sollte, wenn man eben nach der Herzfrequenz auch trainiert. Ich glaube, wenn man Ausdauersport bzw. Triathlon so ein bisschen ernster betreiben möchte, denke ich, sind das auch so die ersten zwei Gadgets an sich, die man wirklich erstmal sich besorgen sollte und die wahrscheinlich auch wirklich notwendig sind. Schauen wir aber noch mal detaillierter in die einzelnen Disziplinen und dazu starten wir wie beim Triathlon erstmal mit dem Schwimmen. Die Basics sind hier bei glaube ich absolut mal die Schwimmbrille. Die habe ich jetzt relativ neu besorgt von Arena und zwar die Cobra Course Swipe heißt die, glaube ich. habe die bisher erst einmal getestet im Schwimmbad und auch einmal im offenen Wasser in der Ostsee. Das Modell nennt sich Swipe, weil dort eine echt coole Funktion eigentlich mit eingebaut ist. Die hat nochmal so eine ganz besondere Anti-Beschlag-Technologie und die wird aktiviert, wenn man mit dem Finger drüber geht. Man spürt es auch, dass so ein bisschen ja, diese Oberfläche nochmal ganz anders beschichtet ist und ich habe wirklich davor eigentlich immer Brillen so im Bereich von 10, 20 Euro gehabt, die tatsächlich dann immer beschlagen waren oder eben undicht waren. Mir war auch relativ wichtig, dass die Brille ein Doppelband hat. So setzt die Brille einfach erstmal wesentlich besser und ich denke auch für den Wettkampf ist das Ganze so ein bisschen robuster, gerade wenn es vielleicht auch ein bisschen wilder umgeht und das vielleicht nicht gleich vom Kopf gerissen wird. Ich bin damit eigentlich wirklich sehr, sehr zufrieden und was auch zu den Basics gehört, ist für mich natürlich eine Badekappe. Hier kann man natürlich jede x beliebige nehmen. Mir wurde hier noch bei diesem Paket eben eine Arena-Badekappe mitgegeben. Mir hilft so eine Badekappe besonders im offenen Wasser, nicht zu viel Wasser auch in die Ohren zu bekommen. Funktioniert auch im Schwimmbad natürlich, vielleicht auch ein aerodynamischer Aspekt. Aber bei sehr kaltem Wasser reagiere ich nämlich relativ schnell mit so leichtem Schwindel. Man könnte natürlich auch alternativ Ohrenstöpsel nutzen. Das habe ich bisher aber erst einmal ausprobiert und ich komme eigentlich mit der Badekappe eigentlich ganz gut zurück. Vielleicht auch hier gerne mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr vielleicht schon mal Erfahrungen gemacht, gerade im offenen Wasser mit Schwindel ähm, oder mit irgendwelchen Problemen? Und wie habt ihr das Ganze vielleicht auch gelöst? Weil was noch viel wichtiger ist für mich, ist eigentlich eine Nasenklammer. Wenn du also nach dem Schwimmen häufig eher zu einer verschnupften Nase neigst, kann ich dir das absolut wärmstens empfehlen. Ich habe da auch schon echt einige bestellt. Bisher waren eigentlich alle aus Plastik, die sind dann auch immer relativ schnell gebrochen an der Nase. Die aktuelle, die ich aber von Speedo habe, hat so einen Metallbügel und hält deshalb auch wirklich absolut super auf der Nase. Um an der Technik dann noch zu arbeiten, habe ich dann noch einen Poolboy und ein Schwimmbrett kombiniert, was eben man als Poolboy nutzen kann oder eben dann halt auch als Schwimm Schwimmbrett einfach nutzen kann. Ich denke, das ist jetzt nichts Spektakuläres. Funktioniert einwandfrei, da gibt es natürlich verschiedenste Anbieter, hilft mir aber so ein bisschen für die Grundlagen im Techniktraining. Bei den Flossen hingegen muss man sich, glaube ich, so ein bisschen durchprobieren, denn da hat Arena zum Beispiel zwei im Programm, eine mit so ein bisschen Hartplastik und eine, die ein bisschen weicher ist. In meinem Fall zum Beispiel habe ich erst die aus Hartplastik bestellt. Die hat dann aber leider immer an den Zehen gescheuert und war auch extrem unangenehm. Musste ich auch wieder zurückschicken. Die etwas weichere und ich glaube tatsächlich auch etwas günstigere. War dabei für mich aber wirklich ideal. Bei den Paddles hingegen, so das letzte Technik-Gadget für mich, gibt es natürlich in unterschiedlichsten Größen, Farben und Formen. Da kann man sich natürlich alles Mögliche aussuchen, je nach Einsatzgebiet und auch nach der gewollten Übung, die man damit machen kann. Und man kann sich da hier absolut austoben. Ich habe aber tatsächlich nur ein paar, welche ich auch wirklich nicht wirklich häufig nutze, weil die Belastung auf die Schulter gerade als Anfänger sowieso meistens schon sehr hoch ist. Und deshalb sollte man am Anfang diese Pedals eher weniger einsetzen, erst dann, wenn man auch noch mal einen neuen Reiz setzen möchte und noch mehr an diese Technik einfach reinarbeiten möchte. Fürs offene bzw. kältere Wasser, dann gibt es dann noch meinen Neoprenanzug. Ich habe mich hier für den Orca Atlex Float entschieden. Ist eigentlich ein absolutes Einsteigermodell, welches dann auch so gerade in dem Hüftbereich einen erhöhten Auftrieb gibt und gerade bei Anfängern dann auch für eine gute Wasserlage einfach sorgt. Auf der anderen Seite ist er nicht ganz so flexibel in der Bewegung, aber ich denke, preis-leistungstechnisch bin ich damit absolut zufrieden, weil nach oben hin gibt es natürlich kaum Grenzen. Und deswegen ist es ein sehr, sehr gutes Einsteigemodell. Kommen wir mal zum Fahrradfahren. Zum Fahrrad gehört erst einmal das Fahrrad und das ist im Moment, wie ihr schon im Intro gesehen habt, mein Rennrad des Canyon Ultimate CF 7.0 SL in der Rahmengröße L. Ich habe selber eine Körpergröße von 1,86. Das Ganze passt eigentlich ziemlich gut. Und die Komponenten, die das Fahrrad hat, entspringen eigentlich alle der 105er Serie von Shimano. Also eher so ein bisschen dem mittleren bzw. dem unteren Segment. Die Schaltung ist dabei auch noch ganz normal mechanisch. Ich habe auch aktuell nur das Shimano-Pedalsystem von der Ultegra-Variante nachgerüstet und auch noch einen einseitigen PowerMeter von 4E Performance nachgerüstet, nachdem ihr mir empfohlen habt, das Ganze noch ein bisschen zu optimieren. Beides scheint für mich auch wirklich sehr, sehr gut zu funktionieren. Wir haben natürlich auch ein paar Dinge gemacht, gerade im Bereich Aerodynamik, beim Bikefitting optimiert, meine Sitzposition und auch noch so einen Triathlon-Aufleger investiert, damit ich dann auch gegebenenfalls auch ein bisschen in dieser Aeroposition verweilen kann, sei es im Training oder auch im Wettkampf. Das Video vom Bikefitting kann ich euch hier einmal nach oben verlinken. Ihr hört es aber vielleicht schon raus, dass ich mit dem Fahrrad noch so ein bisschen unzufrieden bin, mir so ein bisschen unsicher bin. Ich schwank immer noch so her. Ob nicht vielleicht ein Zeitfahrrad doch Sinn machen würde. Vielleicht auch die Frage an euch: Was meint ihr, gerade auch an die Erfahrerinnen, hat es einen großen Unterschied für euch gemacht und was ist so ein bisschen eure Meinung zu diesem Thema? Zu jedem Fahrrad gehört aber auch das richtige Outfit und das startet eigentlich immer erstmal mit dem Helm. Hier habe ich den Oakley Aero 3 Lite. Ich bin damit eigentlich sehr zufrieden, weil per se finde ich erstmal das Design von Oakley eigentlich immer sehr, sehr cool. Und auch die Belüftung ist einwandfrei und anscheinend soll der auch relativ gut mit der Aerodynamik sein. Wenn es dann in das Thema Aerodynamik geht, wäre auch der nächste Helm für mich aber definitiv der Aero 7 von Orkley. Absolutes Tops design hat irgendwie was Besonderes. Also das wäre sobald das nächste, was ich mir äh, wünschen würde. Zum Helm selber gehört dann natürlich die passende Brille und die ist bei mir auch von Orkley. Vom Design her und auch Sitz gefällt mir die Brille eigentlich ganz gut. Da ich aber normalerweise auch eine Brille tragen muss, muss ich dann für diese Brille auch immer Kontaktlinsen anziehen. Außerdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Glas lediglich die Farbe so ein bisschen der Umgebung ändert, aber nicht so wirklich die Sonne dämpft. Also nicht so richtig optimal. Hier müsste man wahrscheinlich gegebenenfalls auch noch mal ein bisschen nachbessern. Wobei diese Brillen natürlich von orkley relativ teuer eigentlich sind. Bin ich da noch nicht ganz so zufrieden. Hier vielleicht auch nochmal eine Frage, wie machen das eigentlich so, ihr als Brillenträger im Triathlon, tragt ihr Sportbrillen oder geht es eigentlich nur mit Kontaktlinsen, weil ich denke mal, im Schwimmen gerade gibt es dafür nicht wirklich eine Alternative. Und das ist für mich auch noch so ein bisschen ein offener Punkt, ähm, der für mich manchmal ja, einfach fragwürdig ist. Fehlen noch die Schuhe. Da habe ich gerade aktuell absolute Einsteigermodelle von Specialized, nämlich den Torch 1.0. Notgedrungen habe ich die Schuhe einfach mal über eBay Kleinerzeigen gekauft, weil ich einen Tag vom Bikefitting an einem Sonntag leider keine Schuhe hatte, die auf dieses Altecra-System von Shimano gepasst haben. Ich muss aber jetzt eigentlich sagen, dass ich nach den ersten Ausfahrten eigentlich relativ zufrieden bin, obwohl es wirklich das absolute Einsteigermodell ist. Die Festigkeit und Steifheit ist noch nicht so extrem und ich kann den Druck auch ganz gut einstellen. Um meine Radeinheiten dann auch zu planen, nehme ich eigentlich hauptsächlich die Plattform Komoot und dabei spiele ich dann die ganzen geplanten Routen, die ich da gemacht habe, auf mein Garmin Edge 530. Das ist quasi mein Fahrradnavi, wo dann alles angezeigt wird, meine Wattwerte, meine Zeiten und meine Geschwindigkeit. Ihr merkt schon, alle elektronischen Gadgets sind so ein bisschen von Garmin. Ich denke, es ist tatsächlich auch am einfachsten, wenn alle Komponenten mehr oder weniger vom selben Hersteller sind. Dann hat man einfach die wenigsten Probleme bei echt einer sehr guten Konnektivität. Und ich bin tatsächlich davon auch echt ganz gut überzeugt. Kommen wir noch zu der letzten Disziplin, dem Laufen. Und eigentlich auch der Disziplin, die am wenigsten Equipment benötigt. Nämlich braucht man eigentlich nur Schuhe. Aktuell habe ich da zwei Modelle auf unserer Reise mit dabei. Beide sind von der Firma Hoka, weil für mich hier die Passform wirklich absolut ideal ist. Ich habe ein bisschen breitere Füße. Und deshalb ist es für mich zum Beispiel unmöglich, irgendwelche Nikes zu tragen, die wirklich meistens sehr, sehr schmal sind und eigentlich sofort zu Fußproblemen und Fußschmerzen führen. Ich nutze einmal den Hoka Clifton 8, da gibt es auch mittlerweile eine neunte Version, für die eher langsamen Einheiten und auch Longruns, da hier die absolut maximale Dämpfung gegeben ist und für schnellere Einheiten oder auch Intervalle den Rincon 3. Ich bin, wie gesagt, mit beiden mega zufrieden, kann die Dinger echt empfehlen. Die sind absolut super leicht. Man muss die einfach mal in die Hand nehmen, ist wirklich unglaublich. Bieten aber trotzdem, und das ist eben wichtig, erstmal eine gute Unterstützung, gerade eben auch für Anfänger. Für die Longruns habe ich dann noch meistens einen kleinen Rucksack mit dabei für die Verpflegung und entweder dann auch einen Trinkbeutel oder auch zwei so flexible Trinkflaschen, die man dann auch mitnehmen und unterwegs mitnehmen kann, wenn man eben keinen Rucksack hat. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit dem Equipment, was ich so aktuell nutze. Wie ihr seht, bewege ich mich hier nicht wirklich im High-End-Bereich. Nach oben hin sind natürlich alle ähm, Grenzen zu sprengen. Aber da wir den Weg hier zum ersten Ironman 70.3 70 transparent darstellen wollen, gehört eben auch das dazu. Ich hoffe trotzdem, dass dir der kleine Einblick gefallen hat. Mich würde natürlich interessieren, gerade auch an die erfahren, was für dich das wichtigste Gadget eigentlich im Triathlon ist und auf was du nicht verzichten könntest. Ansonsten gerne Daumen da lassen, den Kanal abonnieren, das würde mir wirklich mega mega helfen und ansonsten bleibt gesund, bis bald. Ciao.